Ajo, was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Manhunt. Zweimal von, ja. Ja, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt und wir müssen auf jeden Fall, sage ich mal, hier dieses Teil hier öffnen. Und ja, damit wir hier überhaupt, sage ich mal, reinkommen können. Ich muss sagen, dass ich jetzt diese Folge aufnehme, da liegt es, glaube ich, ungefähr 2 Wochen dazwischen. Weil das Problem ist gewesen, dass mein PS2-Controller während. Ja, also ich habe diesen Teil, sag ich mal, zum Teil gespielt. Und das Ding ist gewesen, bevor ich das überhaupt beenden konnte, war es so, dass einfach, ja, auf einmal mein Controller kaputt gegangen ist, beziehungsweise auf der rechten Seite die ganzen X-Kreis-Dreieck-Tasten auf einmal nicht mehr funktioniert haben. Und ich jetzt mir, sag ich mal, den neuen PS2-Controller geholt habe. Einen kabellosen, ne? Also Wireless PS2-Controller kann man sagen. Man muss aber dazu sagen, der hat eine also auf jeden Fall eine deutlich größere Latenz. Was bedeutet, ja, wie soll ich sagen? Ach, scheiße. Ach komm, fick dich, Alter. Komm. Leck mich am Arsch. Du Hurensohn. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Bastard. Kleiner Bastard, Alter. Ja, nimm doch. Nein, ich will, dass du die Dings nimmst. Sehr schön. So, jetzt. Wie war das? Mit der Säge. Sehr schön, dem seinen Kopf nehmen. Jetzt sozusagen mit seinem Scheißschädel dahin. Wo ist das? Genau hierhin und die Scheißtür öffnen. So. Und ab hier ist es blind. Ja, die wollen jetzt natürlich alle verteidigen. Und wie gesagt, das ist. Ab hier ist es jetzt wirklich blind. Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Digga ist ja widerlich. Alter! Ich frage mich, wie die brutalen Art und Weise sind. Gut, das Aiming wird natürlich ein bisschen schwer. Mit einer Latenz. Die ist jetzt nicht so hoch. Ich hab vorhin. Ich hab mal, ich hab. Einmal ganz kurz Need for Speed Underground damit getestet, Underground 1. Und ich muss ehrlich sagen, oh mein Gott, scheiße. Das hat absolut nicht funktioniert. Also es hat schon funktioniert. Erstmal habe ich total eingeschossen und zweite Mal, zweite Runde. Ging eigentlich. Mit dem einen oder anderen Unfall, aber. Holy shit. Alter. Bruder, ernsthaft? Okay, also die Finisher mit der Waffe sind wirklich ekelhaft. Und ich bin ja gerade etwas am Lutschen. Ich habe hier. Nee, kein, nein, ist kein Schwanz. Okay, das ist so lustig. Ich bin gerade hier eine Tablette am Lutschen wegen Dingens. Wie heißt das? Wegen Halsschmerzen. Weil, ja, mich jetzt, sage ich mal, ein bisschen erwischt in den letzten Tagen und deshalb habe ich ein bisschen krank. Wir haben gerade auch 96 morgens. Ich habe heute seit langem wieder meine weitere Fahrstunde seit langem. Und ja, ich bin gestern früh eingeschlafen und bin, glaube ich, um 2 oder 3 Uhr aufgewacht. Hoffe natürlich, dass ich dann ja nicht müde bin und nicht einpenne und ich hoffe auch, dass das Ganze, sage ich mal, halbwegs gut über die Bühne. Ja, moin. Okay. Zui, ekelhaft.
halbwegs über die Bühne bekommen. Und falls ich vielleicht ein bisschen weniger rede, tut es mir leid. Weil meinem Hals geht's halt nicht so gut. Aber ich versuche mein Bestes zu geben, hier, sage ich mal, möglichst abzurasieren. Und ich sag mal so, viel mehr ist es nicht. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, nicht irgendwie noch 1000 Parts vor uns. Wir sind eigentlich relativ, ja, wie soll ich sagen, relativ gegen Ende. Exactly. Come on, let's deal with Pikmin. So, weg damit, Alter, ekelhaft. Ja, das war aber gut für den Hals. Ich habe irgendwie hinten die ganze Zeit so in der Kehle und in den Ohren so übelst Juckreiz. Tut jetzt sich weh, aber ist halt extrem unangenehm. Und von daher richtig widerlich. Holy shit, das waren wir auf dem Stuhl. Und da haben wir das legendäre Auge gesehen, das sogenannte, ja, Manhunt 2 Auge, was wir, sag ich mal, auf dem Cover haben vom Spiel. Ja, heftig, Alter. Sie haben aus ihm wirklich eine Killermaschine gemacht. Die haben ihn psychisch so verändert, dass der gar nichts mehr checkt. Das ist ekelhaft. Die haben den psychisch komplett auseinandergenommen. Da mit Danny, Mann. Okay, und jetzt? Scheiße. Kleiner hässlicher Bastard. Oh, geil, Alter. Ich hab vergessen, wie geil das ist.
Scheiße, Digga. Was zur Hölle? Hä? What the fuck? Where can you run to now? You're cornered like a sick dog. Stay where you are. Was zur Hölle? Wie soll ich das jetzt machen, Digga? Soll ich da was? Wie? Check ich nicht. Soll ich mich vor irgendwas schützen? Verstehe ich nicht, Alter. Was? Was labert der, Digga? Schieß auf die Lautsprecher. Ach, die Dinger. Jetzt check ich's. Die tun uns weh, okay. Er kann uns damit sozusagen irgendwie umbringen, kann das sein? Ach, stirb du Hurensohn. Oh mein Gott, Digga. Scheiße. Okay, wenn wir Headshots verpassen, dann kriegen wir Leben. Halt die Fresse, Jalla. Hurensohn. Okay, verstärken uns mit den Lautsprechern ficken. Jetzt müssen wir aufpassen. We need Pikmin alive. Danny, don't listen to Leo. You don't have to do this. It's over, Daniel. Your brain is too valuable to waste. Don't make me kill you. Daniel, don't. Ike. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. You can be a little squeamish. Das ist Leo, was... Daniel, please untie me. Danny isn't here. Leo. Where's Daniel? I'd like to have a word with him. This is about what I want. I want you to remove the Pikmin bridge. Think, Leo. If I take it out, what do you think will happen to you? I'll be free. No, you'll be dead. Now let me speak to Daniel. Shut up. Danny's gone. Shut up or what, Leo? What do you think? If you kill me, Leo, you'll be lost forever. Now let me speak to Daniel. You're lying. It only takes one phrase for me. Don't push or me. What, huh? What seest thou else in the dark, backward and abysm of time? Michael, is he ready to go? Motor muscles at rest? Pupillary dilatation complete? Dr. White, pass me the sample carrier marked Leo. We agreed to use the control personality, not Leo. Leo is a killer. Yes, I know what Leo was. Now, we've got one chance to make this work before they shut this project down. Okay, Dr. Pikmin. He's ready to go.
Okay, damit wir es richtig verstehen. Leo ist sozusagen nicht wirklich unserer... Nicht wirklich ein Mensch, sondern er ist ein Wesen, ein ehemaliges, etwas, was in unseren Gedanken... Also Leo existiert sozusagen in unseren Gedanken. Ist nicht scheiße. Ist nicht wirklich vorhanden. Na gut, interessant auf jeden Fall. Das erklärt einiges. Scheiße. Komm. Jack. So, Controller ist rausgefallen. Und als wir Leo gespielt haben, waren wir sozusagen die böse Art oder die böse Dingens von Dings gespielt, verstehe. When I came to, Leo was dragging me out of the lab. He said Pikmin was dead. I knew I could never find the key to my past. But Leo said there was another, one last person we could get answers from. We searched everywhere. Days turned into weeks. I was slowly becoming a ghost. 14, 54, 11, cerebral. I had enough. No, no, you can't quit, Danny. There's got to be something in these tapes I can use to help you. The Pikmin Bridge is not my work, but the work of Doctors Pikmin and Lamb. After initial failure, Dr. White? Who? Project, a massive. We're going to have to deal with her, Danny. Now, the project is about managing what has become a disaster. Dr. White, ist das nicht diese alte? Was? Sendestörung? Diese alte aus dem Krankenhaus? Ihr wisst welche, die uns als erstes sozusagen, ja nicht gefoltert, aber die uns helfen wollte und wir uns dagegen gewehrt haben, wisst ihr noch? Ich glaube, das ist sie, glaube ich. Ja, sehen wir jetzt dann. Jetzt brauche ich irgendwas zum Verteidigen, Alter. Ich brauche irgendwas zum Verteidigen. Scheiße, wo laufe ich jetzt hin, Alter? Die wollen uns alle ficken. Das sind diese miesen Wichser. Einfach vorbeilaufen. Einfach weglaufen, einfach weglaufen. Wir können uns ja nicht... Oh Gott. Wir können uns ja nicht gegen die wehren, wir müssen uns einfach verpissen. Oh Gott, nicht gucken, nicht luschern, ich bin nicht hier. Oh Scheiße. Ich habe ja nicht mal was, womit ich mich verteidigen kann. Warte, lass mich mal kurz gucken. Lauf einfach durch, scheiß drauf. Lauf einfach durch, Danny. Scheiße, wir sind gearscht. Oh Gott, nein. Ich brauche eine Waffe, ich brauche irgendwas, womit ich mich verteidigen kann. Als ob es hier nichts gibt. Komm schon. Autsch. Die fickt mich. Ah, die dienen mich, Alter. Oh, ich bin am Arsch. Jawohl, ich bin tot. Scheiße, wie muss ich mich da verteidigen? Ich hab ja gar nichts, Mann. Ich hab ja weder Waffen noch sonst was. Wie soll ich das machen?
Warte, ich will mal was probieren. Warte mal, ich will mal was probieren. Ich muss ihn hier hinlocken. Dreh dich um, Bro. Jawoll! Sehr schön, Alter. Ich bin eine Scheißknarre. Jetzt geht's los, Alter. Kommen die Wichser? Kleinen Piss geboten, Alter. Okay, kommt hier. Ja, Hurensöhne. Komm her. Ich brauch Moon. So, runter hier. So, jetzt, oh mein Gott! Stirb, du Unsinn! Was klatschen die, Alter? Willst du mich verarschen? Ist die scheiß Tür offen? Ja, ist sie, Gott sei Dank. Der hört davor zu. Scheiße. Okay, nee, warte mal, die war offen. Die da hinten muss zu sein. Die ist zu. Okay, und wo ist der Typ, der die scheiß Brechstange hat? Da. Ah, fuck, ich kann nur Brechstange nehmen und Dingens. Ist natürlich nicht so geil. Warte, dann nehme ich mir auf jeden Fall wieder Dingens mit. Sehr schön. Gib mir dem Scheiß. Alter. Oder übertreibt deine Lage gleich, Alter. Ja, klein dreckigen Bastard, Alter. Boah, scheiße, Digga, ne? Das war's miese. Ach, komm. Gibt's irgendwo noch ein Brecheisen oder muss ich jetzt das ganze Video zurücklaufen? Gibt's irgendwo noch ein Brecheisen, zufällig? Stehend? Sitzend, liegend für mich? Ne. Alter, jetzt muss ich, guck mal. Jetzt muss ich so. Jetzt muss ich hier hin. Jetzt muss ich mich wieder drehen. Jetzt muss ich wieder hinrennen. Die Scheiße öffnen. Mir den Typen schnappen. So, sind die tot? Ich hoffe schon, yep. Deiner ist auf jeden Fall down.
Nee, 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 dreh ich um, dreh ich um. Ich finde, was drehen die da für eine Show, Alter? Was ist das, Junge? Silent Hill Hurensohn Edition oder was? Will ich nicht verstehen, Alter, komm. Weg hier mit den Zigeunern, Alter. Warte mal, jetzt, Sieg ist beim Mutat bereits eine Millisekunde, also nur eine Millisekunde Verzögerung, ne? Aber damit einen Controller zu spielen, der extra Latenz hat, ist natürlich dann, sag ich mal, so ein bisschen ekelhafter. Ja, wo ist denn hier der Ausgang, Alter? Jella, willst du mich verarschen? Von da komme ich ja. Das muss doch hier irgendwo sein. Warte mal, lass mich kurz mal luschen. Wo ist hier der Ausgang? Ist diese Dings? Und jetzt, wo ist? Ach so. Ja, bin ich doch genau gleich. Ach so. Die Sets sind ridiculous. Sie geben mir einen Headache. Das Projekt schickte coded Messages durch die TV straight into the Raiders' Head. Ich told them to do horrible things. That's how they got through with you. I remember. I think. Scheiße, Digga. Hurensöhne. Kleine Hurensöhne. Weg, weg, weg. Nein, 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 verpiss dich. Oh Gott, ich dachte, ich wäre am Arsch, Alter. Oh, knappe Geschichte. Ganz knappe Geschichte. Kann ich hier durch, wenn das Gegner kommt, oder kommen jetzt Gegner noch? Ja, natürlich kommen Gegner, Alter. Was denke ich denn? Was denke ich denn? Na gut. Dann heißt es wohl mittendurch, ne? Abschlachten ist angesagt, jetzt gibt's Manhunt auf die Nuss. Jetzt gibt's pures Manhunt, Alter. Digga, vergiss es, wie diese Latenz kannst du dich zielen, bei Gott. Nee. Ich werde mir irgendwann, ich glaube, ich werde mir die nicht sogar einen kabelgebundenen Controller besorgen, weil der Latenzsieger, der ist halt. Verpiss dich, Danny. Oh Mann. Dumm, Alter, dumm. Aber die kommen auch nicht raus, die Hurensöhne, bei Gott. Die bleiben hier im Versteck da hängen, Alter, und trauen sich nicht raus. Ja, ich. Bis dahin, Alter, jille. Oh, meine Waffen sind weg! Ja, lutsch mir doch mein Jarak! Soll ich denn das machen? Soll ich irgendwie, keine Ahnung, Alter? Ihr seid ja witzig, ich schwöre. Ihr seid ja richtig witzig, bei Gott, Alter. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Soll ich denn das jetzt machen? Kommt er wenigstens?
Kannst du dich bitte umdrehen? Ey, Bruder, das bockt doch nicht, aber Gott, Alter. Bruder, das bockt doch nicht, hör doch auf, Alter, willst du mich verarschen? Digga, das bockt doch nicht, Alter. Willst du mich eigentlich rollen, Alter? Wie soll das funktionieren, Alter? Das ist ja total behindert. Das ist ja full behindert, Alter. Soll ich mich denn dagegen wehren, Alter? Wo ist denn hier Schatten? Alter, jetzt hätte es klappen können. Ah, meine Fresse, Alter. Meine Fresse. So behindert gemacht. No joke. So dumm gemacht, Alter. Ach, ey, das ist so... Boah, nee, ich beende den Part jetzt erstmal hier. Also, das ist wirklich das Dümmste, was ich jemals in dem Videospiel gesehen habe. Na gut, Freunde, wir gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich werde mir das später angucken, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Bis dahin, haut rein, ich sage noch ein Wort. Peace out.